Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Portal 2, immer noch mit dem lieben Soika. Hallo. Und wir sind in der Kunsttherapie und schon bei der vierten Map oder Kammer, wie man das nennen will. Und es rüttelt im Hintergrund. Oder rüttelte eben im Hintergrund. Oh. Lieber Kunsttherapie als Paartherapie. Oh ja. Oh ja. Guck mal, da ist ein blaues Ding. Hör ich da hin? Nee, da komm ich. Ich vandaliere die Bahn. Vandaliere die Bahn. Aber wir brauchen ja noch eine zweite Wand. Warte mal, darum muss ich mich ja dann kümmern. Ich nenne es eine Wand in Blau. Wunderschön. Nee, das bringt ja auch nichts. Warte. Gelb muss schon dahin. Wir brauchen ja aber eine zweite. Haben wir hier oben was? Nee. Da. Ich hab sie. Ich nenne es zwei Wände in Blau. Okay. Yippie! Hi! Haben wir gut gemacht. Oh, ich steckte gerade in mir drin. Warte, ich muss ja wieder meine Portale löschen, so. Ah, da kommen wir ja nicht durch. Warte. Okay. Jetzt muss ich das Gleiche wahrscheinlich tun, ne? Ah, ja. Ich hab's richtig rumgemacht. Mhm. Oh, rot und blau. Orange und blau, Entschuldigung. Ich hab nie das Wort rot benutzt. Ich mache die Wand jetzt einfach mal ein bisschen blau. Auch weil ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber... Ach, da hinten ist der Würfel, oder? Da hinten oben? Ja. Ah, ist der Würfel. Ja, ja, das meinte ich mit da hinten oben. Und hier scheint er hin zu müssen. Okay. Wie komme ich denn zu dem Lieben hin? Besten überspringen, oder? Und glitschen. Können wir nicht hier ein bisschen orange machen? Das macht jetzt nur einen kleinen Fleck am Ende orange. Das habe ich schon, dann machen wir das dahin. Okay, und dann müssen wir nur noch... Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Dann müssen wir nur noch irgendwo eine Sprungfläche reinbauen. Das heißt... Ist die Hälfte gerade blau geworden? Kannst du hochspringen? Ja. Zu dem Würfel? Ich weiß nicht, ob ich genug Momentum habe. Nein! Okay. Also müssen wir wahrscheinlich wieder... Das Motiv hinter diesem Werk lautet Tod. Aber das habt ihr ja bereits gemerkt. Also wir brauchen schon mal die Bahn. Ich nenne es ein Tod in Säure. Ja. Und dann... Wir brauchen, glaube ich, wieder eine Strecke ein bisschen... Ja, glitchy. Oh! Falsche Taste. Und blau. Ha! Geschafft. Jetzt muss ich irgendwie nur darüber kommen, ne? Ach nee, darunter. Oh. Ich hab Angst. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen. Ah! Ich wäre fast runtergefallen.
Darf ich noch kurz zurückkommen? Gerne. Danke. Okay. Von dem Band kommen wir da nicht runter, ne? Auf das Orange, ne? Ah, und warte mal. Nee, das bringt nichts. Ich muss ja irgendwie den Strahl zu uns bekommen, oder? Nö, du musst uns nur theoretisch zum Strahl bekommen. Also. Ach! Nach Eden. Ja? Ups, war nicht genug. War auch nicht genug. Okay. Der Subtext dieser Grube ist Säure. Der Inhalt ist ebenfalls Säure. Lasst das erst einmal auf euch wirken. Nein! Oh Gott, jetzt bin ich auf den drauf gelandet, glaube ich. Ich sollte das Motiv dieses Werks in Versagen ändern. Ja, finde ich auch. So, ich bin wieder da. Können wir nicht noch ein bisschen Orange hier mit draufpacken? So. Brauchen wir ein bisschen, bis es jetzt wieder durchläuft. So, und wenn wir jetzt... Geschafft. Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Dann solltet ihr die Remontageeinheit mal beschleunigen. Was ist denn noch hier? Es ist, Oh, die Demontage ist defekt. Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicher Weise, ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Wir fliegen wieder. Ja. Ja, es scheint irgendwas nicht mehr so ganz rumzulaufen, würde ich mal sagen. Würde ich einfach mal so sagen. Unter jeder Demontagestation ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Die gucken uns so ein bisschen an, ne? Was? Oh, Entschuldigung. Das ist eine nicht zusammengebaute Version von mir. Ja. Sind wir im Kreis gelaufen? So, ich werde mich nochmal umschauen. Ich wette, der Code ist 0000000. Hier steht Exit. 0000001. Ich gebe auf. Okay. Sonst wird das ein sehr, sehr langes LP. Da sind die Trennschalter. Schaltet den Strom ein. Beeilung, wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Ja, wo sind die Trennschalter? Ah, da. 1, 2, 3? Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist eine am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Aber wir sind schon Level 5. Wir sind Turrets. Und, haha. Was ist das Weiße?
Das Portalgel. Ah, voll cool. Also lass uns alles weiß machen. Es platscht dich rein. Juhu. Oder kann ich nicht? Komm jetzt erstmal zu dir rüber. Okay, wir haben hier ein Würfelchen. Wo müssen wir denn lang? Da drüben sind Türme. Da drüben sind Türme. Da ist die Tür, zu der wir hinwollen. Ja. Was ist hier hinter? Nichts. Also brauchen wir ja jetzt Portalgel hier so ein bisschen, ne? Ja. Yay! Warte mal, kann das denn hier weiter? Nee, warte, da weiter? Hier, es tropft irgendwie nicht so rein. Die Wand? Welche Wand willst du noch haben? Ich bemal einfach mal alles. Okay. Wenn du eine Idee und einen Wunsch hast, kannst du gerne äußern. Ich habe noch gar keine Idee. Ach, geht ja nicht. Geht ja nur auf solchen Flächen. Also, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Wir müssen ja irgendwie das Zeug auf diese Wand da hinten bekommen. Die da. Scheint zu. Sonst kommen wir schlecht darüber. Aber wie kriegen wir das Zeug darüber? Jetzt habe ich Schluck auf. Erst gähne ich, jetzt habe ich Schluck auf. Echt schlimm mit mir. Hm. Können wir wieder so einen Fallprozess arrangieren? Jo. Was bist du denn gerade? Ich bin einfach mal hier hochgeklettert. Ach, da bist du. Warte, ich komme mal mit hoch. Boah. Okay. Boah, ich stecke fest. Okay, da geht's. Hinten geht's in den Abgrund. Und was ist, wenn wir dann da eins machen und falle ich dann runter? Kann ich hier kann ich stehen. Oh ja, jetzt kommen die ersten darüber, die ersten Kleckse. Und dann würde ich so und so. Komme ich darüber? Nein, ich will wieder durchfallen. Ah, ach ja, hier sind ja die Dinger. Voll vergessen. Okay, wir müssen den Würfel mit durchschicken, oder? Ja, da. Hier der Schacht. Ja, Schalter für den Würfel ist. Ah, jetzt muss ich erstmal rüber zum Würfel. Warte, ich hol mal den Würfel. Kriegst du vielleicht die Farbe auf die Wand da hinten, ja? Ich halte das für unmöglich.
Hey, hast du doch geschafft. Mein Scherz. Oh Mann. Ich bin gerade hart am Denken. So. Geh jetzt einfach mit Würfel. Ah. Aua. Oh, sie hasst mich nicht. Oder es hasst mich nicht. Ja! Also Theorie... Ich will das Portalgeld nicht verlieren. Willst du noch ein bisschen damit rumspielen? Okay, ich lass dich. Ja, aber... Wir müssen ja weitermachen. Hast du mir ein Geschenk mitgebracht, das aber lieb. Ah, es blockiert ein bisschen meinen Weg. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototypgehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine wie, na, ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbirnen. Nein, du hast es getötet. Ja, die zwei Matschbirnen versuchen jetzt, hier die Rätsel zu lösen. Und die Anlage wieder zu retten. Das vielleicht auch. Oh gut, ich wusste nicht, ob die Remontage funktioniert. Die geheimnisvolle Frau im Prototypgehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Hallo! Okay. Ah, ich will hier wieder runter. Da müssen wir hoch. Okay. Und wir haben bestimmt ganz viele Wände, die wir wieder bekleckern dürfen, oder? Ja. Nee, hier ist ein Würfel. Hier kommt ein Würfel raus. Warte, kann ich den auffangen? Ich habe irgendwas gemacht. Oh. Nochmal. Wenn du jetzt aber hochspringst, komme ich ja nicht mehr hinterher, wenn die Barriere da im Weg ist. Ich will einmal kurz Pause machen hier oben. Du kommst nicht hinterher. Stimmt. Das heißt, wir müssen das ja abtimen. Timen. Das heißt, du musst ja zuerst springen, oder? Ja. Oh, jetzt bin ich zu spät gesprungen, ne? Esme springt gleichzeitig. Okay. Warte, ich muss mich wieder... Nein! Das wollte ich nicht! Warte! So. Haben wir es geschafft? Nein! Ah! Sorry! Wir hatten es geschafft! Ich stand zu weit hinten. Lass ihn jetzt einfach mal so stehen. Und laufe dir hinterher. Ich komme ja nur mal nichts ran. Das heißt... Warte, ich... Du müsstest eventuell den Würfel wieder wegnehmen, dann falle ich dir nämlich runter. Genau. Und kann ich schauen, ob ich dich wieder hochbringen kann. Ja, das war auch meine Idee. Komm, weg.
Soll ich wieder hochkommen? Ja, komm mal wieder hoch. Okay. Wenn wir jetzt weitergehen. Also du könntest jetzt weitergehen und dann da ein Portal platzieren. Also hier. Und da, ne? Ne, dadurch kann ich ja nicht schießen. Du kannst aber... ist unter dir Boden oder fällst du da in Säure? In Säure. Kannst du irgendwie dich so bewegen, dass du wieder auf Boden kommst? Ohne, dass ein Portal verschwindet. So müsste es sein. Warte mal, ich mache es. Musst du das Portal wieder platzieren? Okay. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht in Säure. Nee, ich bin da. Dann komm wieder her. Ach, da muss ich jetzt das Portal machen, ne? So. Kann ich hier... Ich darf doch hier gar nicht durchgehen, oder? Doch, da darf ich durchgehen. Ja. Aber... Komm wieder zurück. So. Warte mal. Ich müsste ja jetzt... So machen. Ja! Kommst du durch? Ja. Mission erfüllt. Jetzt weiß sie, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Genau. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Wir haben keine Angst vor niemandem und wir werden alles nicht töten. Die Rätsel gefallen mir. Die Rätsel gefallen mir. Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hochstapeln? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Okay. Keine Militärsprüche. Nee, wir werden aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge weiter trainieren. Und, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann nennen wir beim nächsten Mal Tötungsmaschinen. Ja! Bis dann, ciao.